Seid gegrüßt, liebe The Witcher-Freunde. In diesem Video möchte ich euch einen, wie ich finde, äußerst interessanten Mod vorstellen. Und zwar handelt es sich dabei um den Lore-Friendly Economy Mod, also der lore-freundlichen Wirtschaftsmod von KNG. Ein wesentliches Merkmal des Hexer-Daseins ist es, stets und ständig broke zu sein. Ganz genau, Hexer sind nicht reich und werden es höchstwahrscheinlich auch nie werden. Und die Preise für Textilien oder gar Rüstungen, Werkzeuge und Waffen waren im Mittelalter exorbitant teuer. Denn das Mittelalter war keine Geldwirtschaft, sondern eher eine Wirtschaft von Landmassen gemessen in Acre, wem also was zu welchem Teil gehörte. Viele Werkzeuge und Waffen wurden entweder in eigenen Haushalt produziert oder vom Dienstherrn bereitgestellt. Natürlich gab es auch Geld und Märkte, nur darf man sich den Cashflow damals nicht wie heute vorstellen. Es wurde nicht nur Geld, sondern auch viele andere Waren im Tausch angeboten. Eine einfache Handaxt hat beispielsweise 1457 in England 5 Pence gekostet, in etwa der Tageslohn einer Weberin. Und was hat das jetzt alles mit The Witcher 3 zu tun? Natürlich ist das Hexer-Universum ein fiktives, aber auch in diesem herrschen Gesetzmäßigkeiten, die wir gut akzeptieren können und müssen. Drachen können fliegen und Menschen nicht. Könige sind reich und Hexen, naja, nicht. In The Witcher 1 waren die größten Einnahmequellen die Hexeraufträge. Das Inventar war klein und massig Loot zum Verkaufen gab es eh nicht. Wofür die Orans investiert wurden, musste gut überlegt sein. Neue Bücher, um neue Pflanzenarten sammeln zu können oder Bücher über bisher unbekannte Kreaturen? 300 Orans für einen Auftrag waren schon echt viel. Das hat sich innerhalb der Hexerwelt auch in Teil 3 nicht geändert, wenn man von armen Bauern nur 30 Kronen bekommt und von wohlhabenden Händlern 300 und mehr. Übrigens ist der Wechselkurs von temerischen Orin in Novigradsche Kronen tatsächlich 1:1 in der Spielwelt. Wenn dann eine Wasserflasche aber 10 Kronen kostet, ist es schon etwas unrealistisch, dass Geralt oft nur für ein paar Flaschen Wasser Monster töten geht. Was macht dieser Mod jetzt also genau? Er passt nahezu alle Preise an, sowohl was den Kauf als auch den Verkauf betrifft. Kategorie, Seltenheit und Zustand spielen eine entscheidende Rolle. Natürlich kann der Mod aus einem Singleplay-Offline-Spiel keine wirklich echte oder gar funktionierende Wirtschaft zaubern. Denn nach wie vor können wir in The Witcher 3 Unmengen an Loot sammeln und massenweise an die örtlichen Händler verhökern. Aber das Geldsammeln als reine Gameplay-Mechanik, bestehend aus Sammeln und Verkaufen, etwas, was Hexer nicht unbedingt hauptberuflich machen, wird dadurch nicht mehr so stark gefördert. Der Lore-Friendly Economy Mod lässt vor allem eine Variable unangetastet, die Questbelohnungen. Einkaufspreise sind generell um den Faktor 0,35 reduziert, sodass man sich praktisch mit der Belohnung eines Quests mehr kaufen kann als ohne Mod. Ein makelloser Smaragdstein kostet jetzt keine knapp 4000 Kronen mehr, sondern nur noch 1400. Gleichzeitig ist der Verkaufspreis um den Faktor 0,15 reduziert. Für Gegenstände unter der Haltbarkeit von 50% gibt es zum Beispiel gar nichts mehr. Diese Änderung sorgt also dafür, dass Loot weniger und die Questbelohnung mehr wert sind. Reparatur- und Zerlegungskosten bleiben auch unangetastet. Das sorgt dafür, dass Reparaturkits an größere Bedeutung gewinnen und dass das Reparieren der Ausrüstung einer der größten Kostenfaktoren in The Witcher wird und es auch im High-Level-Bereich noch notwendig sein wird, Geld zu haben. Zudem sorgt das dafür, dass man einen Saphir-Ring nun nicht mehr bei einem Schmied recht günstig zerlegen lassen kann, um ihm dann im Anschluss den gewonnenen Saphir wesentlich teurer zu verkaufen. Auch diese Art von doch recht künstlicher Einnahmequelle wird gestrichen. Ich würde ja als Schmied einen so teuren Edelstein auch nicht für lau aus dem Ring meißeln. Wer jetzt aber schon die Hände über den Kopf zusammenschlägt, wenn er oder sie bloß an die Add-ons mit dem Runenladen und dem Corvo Bianco anwesend denkt, kann beruhigt sein, auch diese Preise wurden angepasst und verringert. Grundsätzlich hat sich Modder KNG viele Gedanken gemacht und hat das ganze System im Rahmen des Möglichen gut ausbalanciert, wie ich finde. Wer dennoch Unstimmigkeiten findet oder lieber andere Werte bevorzugt, kann ganz bequem im Ingame-Mod-Menü jeden einzelnen Wert seinen Wünschen anpassen. Kurz zusammengefasst sorgt der Mod für zwei große Änderungen. Questbelohnungen sind wertvoller und entsprechen der durch die Spielwelt vermittelten Wirtschaftslage. Und Geralt ist nun hauptberuflich kein vagabundierender Händler mehr, der Massenware verkauft und Gegenstände in wertvolle Einzelteile zerlegen lässt, nur um diese gewinnbringend weiterzuverkaufen. Ich kann mich noch an die Überfahrt nach Skellige erinnern, wo man zuvor dem Kapitän 1000 Kronen zahlen musste. Ohne zu überlegen, gab ich ihm die geforderte Summe. Denn ich hatte mit über 8000 Kronen mehr als genug davon. Übliche Bestechungen, die zum Beispiel mit 200 Kronen zu Buche schlagen, sind auch nicht weiter wild. Dabei sollte doch das eigentlich Etappen sein, wo man schon überlegt, ob man das Geld jetzt ausgibt oder nicht. Oder das Geld gar erst zusammenkratzen muss. In Gothic 2 verlangte das Kloster der Magier 1000 Goldstücke und ein Schaf als Aufnahmegebühr. Da das recht früh im Spiel war, musste man schon einiges zusammensparen und sammeln, ehe man das Geld hatte.
Das lässt solche Entscheidungen oder Etappen auch wichtiger erscheinen. Aus diesen genannten Gründen kann ich euch diesen Mod also nur ans Herz legen. Idealerweise verwendet man ihn von Beginn an oder versenkt sein Geld in Form von Items auf den Meeresboden. Wer nämlich mit einem Spielstand einsteigt, mit dem er schon viele tausend Kronen besitzt, freut sich natürlich über die äußerst günstigen Einkaufspreise und zerballert damit das Balancing natürlich. Probiert es aus und schreibt mir, was ihr von dem Mod haltet. Ich freue mich über jeden Kommentar und jetzt bleibt mir nur noch, mich zu verabschieden und euch weiterhin viel Spaß zu wünschen mit The Witcher 3 Wild Hunt.